erstmal meine Presseweste rausholen. Und dann geht's los nach Drez. Ja, ich freue mich schon riesig dahin zu fahren. Wie spät ist denn überhaupt? Boah, 5.48 Uhr. Naja, das sind eben die Cross-Kranken. So, jetzt sind wir hier schon in Potsdam. Und weiter geht's. Erstmal nach Nauen. So Leute, jetzt sind wir angekommen hier in Drez. Heute ist ja ADAC MX Masters. Normalerweise wollte ich schon Samstag hier sein, aber da hinten noch nicht. Ich habe riesengroße Schmerzen gehabt, weil sie mir Freitag die Zähne gezogen haben, zwei Stück hier vorne. Aber heute auf den Sonntag habe ich mir noch so ein Tabletten besorgt, hier 600er, dass ich wenigstens ein bisschen filmen kann. Also seid nicht sauer, wenn ich nicht so viel reden kann. Und hoffentlich wird trotzdem mega geil und gleich geht's los nach dem Intro. Bis dann, der Rote. Moin! Zuschauer, ne? Nee, ach, noch nie gewesen. Noch nie gewesen? Nee, Presse. Gut. Ich will mir Willkommenscenter hier vorne, war rechts. Ah, das ist Marcel Dornhöfer, der Chef von ADAC Master. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, Marcel! Alles gut? Ja, klar. Alles im Griff gestern gehabt? Ja. Hab ich gesehen, gestern war Livestream, hab ich zugeguckt. Cool, ja, heute dann. Und heute live wieder filmen und Video machen. Musst du mal einen Livestream mit deiner Kamera filmen? Nee, das funktioniert noch nicht so. Ich hab eine Knorner oder so bei dir. Mach keinen Scheiß. Wann passt die? Sollten wir was finden? 20, 40. Und? Das ist der richtige OG. Da weiß ich. Da kommst du ja nicht hinterher. Der ballert YouTube. Nee, Alter, ohne Scheiß. Boah, gut. Moin. Da haben wir uns so gefreut, als er unseren Kram gerepostet hat, Dogshot, oder halt geliked hat, so, war so geil, Alter. Das ist ein bisschen Szene-Fame. Es gibt halt nur einen, den roten. So Leute, da hinten ist ja der Start. Ich bin ja schon seit 2000 immer hier, jedes Jahr, also 21 Jahre lang mindestens. Das hat sich nicht verändert, also der Start ist schon immer da gewesen. Ja, dann geht es ja hier rum und ganz früher, wo jetzt die Helferbox ist, da war dann früher schon wieder eine Linkskurve zu den Sprunghügel hier drüben. Kann ich euch ja mal einblenden. Also jetzt sieht es ja da hinten gerade, Helferbox und so rum, aber früher, dann geht es hier vorne rum. Und dann ging es hier so geradeaus hierher, also glatt. Und dann stand hier ungefähr ein riesengroßer Sprunghügel, wo die dann gesprungen sind und dann in so eine Schikane. Und dann ging es im Prinzip hier so zurück. Ich zeige euch mal ein Video, ja. Das war mega geil, als Stefan Schulzendorf damals mit dem 250er, 2-Takter so zucki, über den Sprunghügel, über den Gipfel gesprungen, ey. So hoch, so weit, ist extrem gewesen, war komplett deutscher Pokal gewesen. Weil die letzte Gerade hier, da hinten, wo der Sprunghügel ist, das ist ja schon immer so. Dann kommt hier der Sprunghügel, aber dann nach dem Sprunghügel, wie jetzt da hoch geht, das war früher alles ja nicht gewesen, da war früher eine Schikane gewesen vor Start und Ziel. Also das ist alles neu, das ist jetzt so eine ein bisschen Erderhöhung, ist richtig geil, von da oben kannst du die ganze Strecke einsehen, haben sie top gemacht. Aber früher war da eine Schikane, eine richtige S-Schikane und da war, wo es denn da im Ziel ging, da war es hier in der Schikane nochmal richtig spannend gewesen. Und da sind die meisten Fehler, etwa Führende dahin gefallen oder irgendwelche Zweikämpfe. Immer in die letzte S-Kurve ist irgendeiner hingefallen und hat immer noch Plätze verloren oder andere gut gemacht. Aber jetzt, so wie sie es jetzt gelöst haben, ist natürlich für die Zuschauer optimal. Kannst die ganze Strecke sehen. So Leute, der Rote hat sich jetzt eine Presseweste geholt. Und jetzt kommt 125er. Müsste der zweite Lauf sein und wünsche euch viel Spaß. Bis dann. We'll be right back.
so far is perfect weekend and just in the beginning, take it easy, just follow some lines and then plot for the lead, and from there on I kept on pushing till the end and had a solid gap, so I'm happy. So Leute, das war jetzt die 125er, war mega geil. Und jetzt kommt noch ein Lauf der 250er, wo Maximilian Spieß mitfährt und Noah Ludwig. Kopfe für Max und Noah, wird das richtig spannend. Weit vorne. Viel Spaß beim Video. Bis dann, der Route. Gas geben, Wahnsinn ist, wie man nicht
Ampel hier dermaßen wegzieht von Spieß bzw. das Game offen. Genau, war jetzt in der letzten Runde eine halbe Sekunde schneller als Maxi Spieß. 2:09:30, 2:10 an, nebenan sogar 1,5 Sekunden. Vorne die Spitze fängt jetzt schon mit dem über 100 Grad hier weiter. Fantic Factory Team mit der Nummer 7 aus Deutschland, Mr. Maximilian Spieß! Porno Boy! Hey, Walter! Geht's gut? Ja, geht so. Geht's los, Mutter. Ja.
26 vom COSAC Racing KTM Team auf dem dritten Gesamtplatz hier bei den ADAC MX Masters in Drehz. Die 226, Mr. Tom Kopp. Die Preise werden überreicht von Markus Ladeweg, erster Vorsitzender. Jordi Tixier. Seine Nummer 105, sein Name Mr. Cyril Chino. Ja, und die Markenwertung an diesem Wochenende hat natürlich, kann man sich eins und eins zusammenrechnen, der KTM. So Leute, die Veranstaltung ist vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dankeschön, gehen raus an Thomas, an Sebastian Wolter,
ganze Drezer-Team, ihr wart spitze. Die Rennen waren mega geil. Die Leute, die Zuschauer, hammergeil. Wirklich Wahnsinn, Seikus. Ich bin wieder in Groß Klinik das nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich oder liked oder teilt es weiter. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Der Rote, ich bin durch. Meine Zahnschmerzen.